Liebe Gebetsfamilie von Österreich, betet an diesem Mittwoch. Treffen wir uns wieder abends an vielen Orten zum gemeinsamen Gebet. Diesmal ist es der Vorabend zum Fronleichnamsfest. Nach dem Osterfest sind viele bedeutsame Feste angeordnet, das Fest von Pfingsten, des Heiligen Geistes und dann eben Herrenfeste wie Fronleichnamsfest oder das Herz-Jesu-Fest. Heute beginnt auch eine Novene zum Herz-Jesu-Fest, wenn jemand sie beten möchte. Ich habe hier einen Link für einen Vorschlag, eben für einen Novene-Gebet, den Sie vielleicht auch verwenden können. Ein paar Gedanken zu diesen Herrenfesten. Das Fronleichnamsfest und das Herz-Jesu-Fest rücken etwas ins Zentrum, was für uns Christen einfach einmalig und wesentlich ist. Wir beten Gott an, wir bekennen ihn als Person. Wir können Gott begegnen, Gott erleben, wir können eine lebendige Beziehung zum Gott, der eben lebendig ist, wirklich aufbauen. Das heißt, in unserer Religion dürfen wir voll Freude eben feststellen, dass Gott uns ganz nahe ist, und das wird besonders deutlich beim Fronleichnamsfest und beim Herz-Jesu-Fest. Zu Fronleichnam feiern wir eben die reale, wirkliche Gegenwart Gottes in der Menschwerdung, die sich jetzt fortsetzt, vor allem in der Eucharistiefeier und auch in der Anbetung. Fronleichnam hat auch im Besonderen einen Bekenntnischarakter durch die Prozession, durch das Schreiten durch die Straßen der Orte. Und wir tragen sozusagen Gott auch hinaus in die Öffentlichkeit. Wir gehen hinaus, um auch sozusagen den Segen Gottes durch die Monstranz zu verbreiten. Jemand sagte mal, oder gelegentlich wird das gesagt, der Glaube, die Religion sei sowas wie eine Privatsache oder ein Privatvergnügen. Aber in Wirklichkeit ist der Glaube eben viel mehr als etwas Privates. Der lebendige Glaube kann nur lebendig sein, wenn er wirklich alle Lebensbereiche des Menschen durchdringt. Und deswegen hat der Glaube auch öffentliche Bedeutung, Öffentlichkeitscharakter. In gewissem Sinne ist der Glaube ein Vergnügen, aber es ist mehr eine wirkliche tiefe geistliche Freude. Und vor allem ist der Glaube eine Berufung, eine Erwählung. Der Gläubige folgt einem Ruf Gottes. Und deswegen ist es von Bedeutung, dass wir diese Feste von Leichnam und dann auch das Herz-Jesu-Fest mit besonderer Anteilnahme und Hingabe feiern. Von Leichnam und Österreich betet hat etwas Besonderes gemeinsam, nämlich den Öffentlichkeitscharakter, das Öffentliche am Gebet auch zu betonen. Wenn man den Glauben öffentlich bekennt, dann wird man besonders gestärkt. Jedes Bekenntnis bewirkt eine Art Stärkung. Das öffentliche Bekenntnis schafft auch eine tiefere Identität. Das Bekenntnis geht nach außen und zugleich stärkt es auch nach innen. Wer sich nach außen hin bekennt, wenn das viele Beter gemeinsam tun, dann können sie sozusagen auch im Inneren der Glaubensgemeinschaft eine Art Arche bilden, eine Gemeinschaft, die durch die Gegenwart des Herrn besonders geschützt ist. Mit diesen Gedanken möchte ich euch besonders den Segen Gottes wünschen für das Gebet am Mittwochabend und auch für die Feier des Fronleichnamsfestes. Es möge euch alle stärken und erfreuen. Ich danke.